Rund 350 Österreicher oder in Österreich lebende Personen haben es in der Nacht auf Montag wegen des Rückstaus nicht mehr vor Mitternacht über die Grenze ins Spielfeld nach Österreich geschafft. Sie müssen nun vorerst in Quarantäne, das sagt der Bezirkshauptmann von Leibniz, Manfred Weich. Der Bezirkshauptmann ist vorerst für kein weiteres Interview verfügbar, weil er wieder an der Grenze ins Spielfeld ist. Bis etwa 1:30 Uhr hat sich der Stau dann nachher auch aufgelöst. Die seit Mitternacht geltende Reisewarnung für Kroatien hat viele Urlauber dazu veranlasst, noch am Sonntag die Rückreise nach Österreich anzutreten. Den Plan haben allerdings viele und auch viele deutsche Urlauber, die als Transit gelten, aber wegen des Endes der Ferien in einige Bundesländer zurück wollen. So kam es, dass es schon an den Grenzübergängen von Kroatien nach Slowenien einen Stau gegeben hat und dann in Folge auch besonders in Spielfeld bei der Einreise nach Österreich viel Verkehr war. Zeitweise hat man mit 3 Stunden Wartezeit rechnen müssen.